Hallo zusammen, iZocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest gesucht, Zeitfernwurf, anzunehmen bei Anfrage des Archivars. Das ist dieser Zettel hier. An der Küste des Erwachens, an dieser Position. Und hier müssen wir, wie es aussieht, ein Item besorgen. Ich nehme die Quest jetzt an, begebe mich ins Questgebiet, allerdings werde ich die Flüge nicht mit aufnehmen, weil ich noch nicht genau weiß, wo dieses Quest-Item ist. Aber ich werde euch natürlich alles zeigen, wo das ist, welche Mob das droppt, wie man da hinkommt, etc. Also nicht wegschalten, euch wird geholfen, bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Ich bin zu diesem Flugpunkt geflogen. Gartenschwein Taldvastus. Hier. Und nun schauen wir mal, wie wir an dieses Zeitfernrohr kommen. Wie es aussieht, geht es in diese Richtung. Hier nach oben. Und wie es aussieht, ist es in diesem Turm drin. Na? Hier sind auch Mobs. Hau ich einfach weg. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wir müssen da hoch. Also, auf euren Flugdrachen und einfach da hochfliegen. Hoppa, jetzt war ich zu weit. So, da ist er. Ausguck, Morden. Der wird hier auch schon gemacht. Ist keine Elite. Ist also ein normaler Mob. Das Ganze an dieser Position auf diesem Turm. Beziehungsweise oben an der Spitze beim Feuer. Sollte nichts übersehen sein. Hoffe, ich habe es euch richtig beschrieben. Kautervisierung. Ich glaube, das ist Heilung. Sollte man unterbrechen. Feuer hat andere Spieler unterbrochen. Oh, Random Loot. Ein Umhang. Interessant. Aber es gab auch das Quest-Item. Hier, der Turm von außerhalb. Jetzt geht es wieder zu diesem Flugpunkt. Den Turm sieht man sogar vom Flugpunkt. Zumindest mit meinen Grafikeinstellungen. Und ich fliege jetzt zurück ins Drachenschuppenbasislager. Und werde mich wieder melden, sobald ich gelandet bin. Bis gleich. Da bin ich auch schon gelandet. Nun geht es hier in dieses Zelt. Beim Drachenschuppenbasislager. Was kann ich für euch tun? Lasst euch nicht Quest ist abzugeben bei Katalogisiverin Jakes an der Küste des Erwachens. An dieser Position. Moin, moin. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!